Ist ja gut, RM 650X, ganz ruhig. Du siehst, du bist noch zu jung, du bist noch zu jung. Du darfst hier noch nicht auf den Schrottplatz. Du musst noch deinen Dienst tun, denn du bist ein junger, ein junges Netzteil. Du wirst heute ein neues Zuhause finden. Komm mal. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Talking Games. Wir dürfen nicht so laut sein, weil unser RM 650X, ich muss mal gucken, wie der heißt, der schläft nämlich noch. Denn gleich werden wir den einbauen und dann kommt er zum Erwachen. Denn heute ist der letzte Tag unseres Specials. Wir bauen einen PC zusammen. Heute dreht sich alles um die Grafikkarte, ums Netzteil und um die Verkabelung. Und dann sage ich mal 3, 2, 1, los geht's. Sag mal, kreativ sein, ne? So, ich hoffe, danach hat man nicht gehört, was ich gesagt habe. So, schön. Wir haben hier einfach mal alles so stehen und liegen lassen, weil wir haben uns gedacht, wir machen hier mal Pause, eine Woche, zwei Tage Pause. Es lag hier zwei Tage so rum. Der Dan hat Gott sei Dank genau wie der Yannick die gleichen Klamotten an. Ich und Patrick haben aus Zufall auch die gleichen Anziehsachen an. Und das ist schon krass, oder Patrick? Mehr haben wir halt nicht, ne? Mehr haben wir nicht. Und heute machen wir das so, dass wir... Warte. So, heute machen wir das so, dass wir die Grafikkarten einbauen. In der letzten Folge haben wir das Mainboard eingebaut. Ja, haben wir das Mainboard eingebaut. Und das sind die Grafikkarten, die heute, das ist die Grafikkarte, die heute reinkommt, die GeForce GTX 1080 sowie ein 650 Watt Netzteil und die Verkabelung machen wir noch. In der letzten Folge haben wir den Radiator eingebaut. Wir haben uns um die Kühlung gekümmert und im ersten Teil haben wir den Prozessor eingebaut. Hier in diesem wunderschönen Gehäuse von den Jungs von Corsair und MSI. Seid ihr froh, dass ihr noch hier seid? Gut, dass ihr auch heute wieder hier seid. Das auf ist jeden so Fall. Es wäre voll nett gewesen, wenn wir zwischendurch was zu essen bekommen hätten. Ja. Haben wir euch jetzt zwei Tage im Hotel hier ohne Essen? Habt ihr kein Essen bekommen? Was für ein Hotel? Wir sitzen seit zwei Tagen hier. Ach so, meine ich ja. Entschuldigung, denn ich war zwischenzeitlich wieder zu Hause, weißt du? Und dann habe ich mich gefragt. Wir waren was essen. Ja. So, so sieht die Grafikkarte aus, wenn sie ausgepackt ist. Ja. So, ich guck grad mal. So sieht sie aus, wenn sie ausgepackt ist. Und hier sind natürlich wunderschöne, die leuchten, glaube ich, auch. Ne? Die Grafikkarte leuchtet natürlich auch. Ja. Wieder hier wunderschöne Verzierung. Und ich finde die ganzen Elemente hier so wunderschön. Also es macht auch optisch sehr was her. Und die hauen wir dann jetzt in den Rechner. Und da holen wir uns mal den guten Dan an der Seite und den Patrick. Und fangen erstmal mit dem Netzteil an, deswegen holen wir uns den guten Yannick. Puh, so. Da sind wir mal raus. So, okay, Yannick. So ein Glück. Ah, schön. Also, wir bauen jetzt das Netzteil ein, plus die passende Kabellage. Das heißt, ich habe hier extra noch Sleeve Cable mitgebracht. Das Sleeve Cable. Hier, genau, normalerweise, die Kabel sind halt... Aber nicht, dass die Leaven, ne? Sleeve, Ummantelung. Und die Dinge, ich will zeigen, die sind halt extra hier noch so einem Gewebeschlauch sozusagen ummantelt und dadurch sehen die halt ein bisschen hochwertiger und edler aus. Das sieht auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit aus, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Wir brauchen ja nicht alle Stränge. Wir haben ja eigentlich hier relativ wenig an Komponenten drin. Wir haben die Grafikkarte, haben eine SSD und das Mainboard. Von daher brauchen wir gar nicht alles, was da drin ist. Okay. Das sind einmal ein ATX 24 Pin Cable, ein EPS 12. Soll ich das vorlesen? Nein, das keine so. Alles und, klar. Bevor wir es machen können, müssen wir halt hier noch die Blenden abmachen. Okay. Und dann bereite ich das mal vor und dann tun wir alles welche einbauen. Blenden? Die hier. Auf der anderen Seite, auf der Rückseite. Hier diese Abdeckung, diese Netzteilabdeckung dient dazu, dass selbst bei verbautem Netzteil und vielen Kabeln der Innenraum noch relativ clean aussieht und aufgeräumt aussieht. So, der Patrick macht jetzt mal die Blende ab, denn der Patrick ist ja sowieso im Leben auch ein richtig krasser Blender. Ne? Ja. Der arbeitet immer mit Blender. Kennt ihr das 3D-Programm? Ist das hier? Ja. Was ist das? Da habe ich direkt die richtige Schraube. Da ist der Wortwitz drauf, ne? Sehr gut. Das ist der Hammer. Boah. Es werden aber immer mehr Kabel. Du hast aber eben den Wortwitz mit dem Gewebeschlauch ausgelassen. Gewebeschlauch? Weil ich habe Wortwitz, wäre denn da gewesen? So, hinten. Erkläre ich dir auch nachher nach der Sendung. So, so ist super. Super. Soll ich hier schon ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall ein 8- oder ein 6-Pin-Kabel für die Grafikkarte. Für die Grafikkarte ein 8 und ein 6. Ein 8 und ein 6-Pin-Kabel. Brauchen wir ein 8 oder 6-Pin? Ich glaube, wir haben auch ein 8 und 6-Pin. Wir haben alles hier. Dann hier 24-Pin ATX. So, dann brauchen wir für die Festplatte auf jeden Fall. Wofür steht ATX? Wofür steht ATX? Keiner sagt was. Ey. Nicht gucken. Das steht doch. Ja, wofür steht's denn? ATX steht für außerordentlich. Nee. Tolle nein, Anti Extremkomponenten. Tank Extreme. Nee, das war richtig, was Dan gerade gesagt hat. Wenn ein Panzer hier gegen schießt, hält er das aus. Versprich nicht Dinge, die du nicht halten kannst. Wollen wir mal ausprobieren. Seht ihr bald. MSI gegen Panzer. Wer gewinnt? Schön.
Wir verwenden zwar Military-Class-Komponenten, also die besonders robust sind, aber es ist nicht empfehlenswert, da jetzt mit dem Panzer drüber zu fahren. Oder? Ja, ich würde eher schießen. Ja, das ist wahrscheinlich auch. Fahren ist ja langweilig. Seid ihr nicht für euren guten Kundendienst bekannt? Ja, das auf jeden Fall. Ich könnte also bei euch anrufen. Trotzdem raten wir unseren Kunden vom Einsatz von Panzern gegen unsere Hardware. Ich könnte also bei MSI anrufen und sagen, hallo, ich habe ihre... Das habe ich auch so verstanden. Ja, ne? Grafikkarte gesehen und ich möchte sie gerne auf Herz und Nieren testen, ob sie gut ist. Und sagt der Dan am Telefon, ja, was haben Sie denn vor? Und dann sage ich, ja, ich will gerne mit einem schweren Gefährt drüber fahren. Dann sagt der Dan, ja, was für ein Gefährt? Ein Panzer. Und dann sagt der Dan natürlich, klar, machen wir. Hält die Grafikkarte aus. Du das hast, doch euer hast du mir auch gesagt beim Mainboard, das Mainboard würde es aushalten, mit dem Panzer drüber zu fahren. Das ist doch der Qualitätsstandard, oder? Das doch. Ist jetzt geflunkert. Also ATX steht für Anti-Tank Experience, ne, Extreme, war das, ne? Gut, gut, dass wir es geklärt haben. So, so einmal geht's. Schön. So, jetzt bauen wir gerade das Netzteil ein. Und wer sich schon immer fragen wollte, wie schön ein Rücken aussehen kann, der kann einfach Yannick seinen Rücken angucken. Ich stelle mich jetzt auch dazu. Das sieht so aus, als wäre ich die ganze Zeit faul. Es sieht immer so aus, als wenn wir fleißig wären. Du bist einfach nur dazu da, für schönes Bild. Ich bin der Zen-Meister in der genau. Runde. Genau. Ja, ich kann's auch noch halten. Innerlich hake ich gerade ein wenig Sand um meine aufgetürmten Steinchen. Das brauchen wir. Den Gewebeschlauch. Dreh dich mal kurz zur Seite. Das haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Der Patrick ist echt originaler Bibi-Fan. Wapp, bapp, biedebapp hier. Ja. Genau. Das ist aus ihrem Store. Bei der Patrick hat man damals eine Parodie. Soll ich auch schon mal anfangen, Yannick, hier? Oder hast du gerade ein System nee. Da? Du kannst das ja schon mal anschließen. Ich glaube, das ist das wichtigste Kabel. Genau, ne? Das ist das Herzstück hier im System, ist die Lebensader. So, gut, ich bin fertig. Mein Gewebeschlauch ist fixiert worden. Oh ja, Yannick, der bleibt ruhig. Auch bei so vielen Kabeln hier. Ja, klar. Ist ja auch Mann vom Fach, ne? Ich hab die auch alle selbst verlegt, meine Herren. Ja, ja eben. Selbst zusammengelötet. Ja. Erst ein Mainboard gebaut und dann Kabel. Du hast Kabel das Mainboard verlötet. Gebaut? Ich habe das Mainboard gebaut und du hast die Kabel verlötet. Außen am Gebäude. So, das Stromkabel. Manchmal gerne bei Leuten, die so Kabel in da stecken und dann immer mal, weißt du, das war geil. Ja, für dich. Ja, das muss man halt machen. Von der Seite ist es besser. Ja. So, jetzt seht ihr mal Patrick hier. Guckt euch das mal an. Oh, yeah. Yeah. Damit das yeah, mit dem Mainboard auch ein bisschen Strom bekommt. Na, zieh da ruhig noch mal. Zieh da dran, komm. Mach halt, Winde. Leute. Jetzt aber. Guck mal jetzt. Ach, guck mal hier. Oh, ja. Richtig festgestickt. Wunderbar. Aber das ist echt cool bei den gesleeveden Kabel. Dass man die dann, die kann man echt besser verlegen, ein bisschen besser knicken. Dann sieht das auch ein bisschen ordentlicher aus. Gerade bei den Grafikkarten. Das Netzteil haben wir jetzt auch schon drin. Hier, ne? Das Netzteil ist hier unten drin. Das RM650X von Corsair ist eingebaut, Leute. Hier sind die noch die Kabel, die wir jetzt nach und nach gerade verlegen. Und ach so, das ist hier für die... Das ist die Lüftersteuerung quasi, ja. Genau. Aber wo? Das ist das Hirn des Systems. Das verstecken wir hier unten in der Blende. Okay, aber wie kann ich das denn? Das hier ist ja eigentlich der Prozessor. Ja. Das kannst du auf der Rückseite dann anbringen und da werden dann die ganzen Lüfter angeschlossen. Mhm. Einmal für die Lüftersteuerung selber und einmal für die LEDs dann natürlich. Alright. Ja, ich habe auch einen Langgewebeschlauch mit zwei Enden. Aber meiner war der größte, ne? Richtig. So, wir packen hier noch das Grafikkartenkabel. Ran. Und zwar dort. Das ist bestimmt für die Grafikkarte dann später, oder? Genau. Soll ich mal ein bisschen hier aufräumen? Ja. Tut mir leid, dass die Grafikkarte jetzt hier so. Oh Gott. Das ist hier aber auch. Ich reich's dir durch. So. Wunderschön. Und das kommt dann quasi gleich wieder zurück. Oder sollen wir das hier durchlegen? Ach, nee, da kommt's. Das kommt gleich zurück. Okay. Gut. Ich will nicht. So, guck mal, der Patrick räumt hier schon so ein bisschen auf. Das ist nett, Patrick. Machst du sehr gut. So, gut, ne? So mit vier Leuten PC bauen, das ist viel schwieriger als alleine. So, das Netzteil ist jetzt verbaut, ne? Ist ja auch schon festgestellt. Hier oben noch den 8-Pin. Den 8er brauchen wir noch, Jungs. Was machst du jetzt gerade, Yannick? Ich versuche hier die Kabel zu entwirren. Was soll ich gerade machen? Das ist jetzt für die Steuerung das vorne, ne? Also für das IO-Panel, genau. Für die USB-Port. Lüftersteuerung. Powerbutton. Yannick, was hast du vor hier oben mit dem 8-Pin? Der muss doch da in die Buchse vom Mainboard, oder? In die Buchse vom Mainboard. Wo haben wir denn die Buchse vom Mainboard? Da oben. Das ist bisschen das dunkel, ist ne? Jetzt eine, das ist jetzt eine sehr fiese Ecke. Dafür müssen wir das Gehäuse jetzt wirklich mal ein bisschen schräg halten. Das ist man hier nicht. Ja, jetzt kommst du. Gehäuse bitte schräg halten ein bisschen.
Hast du kleine Hände? Ja, du hast wesentlich kleiner. Ja. Komm, lass mal gucken, wie kleine Hände. Nee, will ich jetzt nicht. Oh Gott. Erzählst du mir von das deinem Gewebeschlauch? Das ist immer das Schlimmste, ne? Richtig. Oh Gott. Vor allem oben die Ecke, wenn du halt den Lüfter im Top drin hast, dann ist das Platzangebot natürlich noch ein bisschen geringer. Ich muss sagen, so ein großer Tower hat dann absolut seine Vorteile. Das macht es einfacher auf jeden Fall. Ja, man hat ein bisschen mehr Platz. Ja, perfekt! Hey. 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 Selber klatschen ist so, auch geil. Kann man nach Hause gehen, oder? Ja, okay. Guck mal, das ist Teufelchen schön. Auf Dennis' Schulter. Genau. Ich habe, kannst du nicht sagen, dass Lucky ein Teufelchen ist. Kannst du es hier aufmachen? Ja, klar. Guck mal, da habe ich mich schon geschnitten. Lucky. Das ist Lucky, Leute. Das ist immer gefährlich. So ein PC-Zusammenbau ist ja auch gefährlich, ne? Auf jeden Fall. Also, das überlebt... Wir haben alle eine gute Berufshaft. Das überlebt nur jeder Dritte. Absolut. Ja. Kann auch manchmal sein, dass PC einfach auf einen drauf fällt. Dann ist man tagelang raus, ne? Ich frag der Chef, wo bist du? Wo bist du, Janik? Raus. Oh, heute Abend ist mein PC, ist einfach nicht draufgefallen. Ach so, abgestürzt. Alles klar, ich verstehe. Berufsalltag. So. Gut, ich sehe nur noch leere Verpackungen hier. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Grafikkarte gleich, ne? Ja, gut. Ein bisschen wie Verkabelung, ne? Ein bisschen kleines Zeug hier. Wir moderieren einfach jetzt weiter. Wo haben wir denn? Können wir einfach das Playstation-Battle gleich machen? Während der Yannick im Hintergrund das noch anschließt. Ja, das gehört einfach zum Inventar dann. Yannick, du hast noch die Gehäusestecker? Hier. Ja, gut. Dann reich mal rüber. Aber du musst erst die Blenden reinmachen. Guck mal hier, diese zwei Blenden, die haben noch diese Kabeldurchführung. Ah, okay. Deswegen die Blenden, die liegen hinter dir. Ach so, ja. Das ist natürlich geschickt. Ich muss vorher noch den Commander Pro hier connecten. Ja, Commander Pro. Ich bin connected. Das Herzstück des Systems. Ah, genau, für die Grafikkarte, ne? Die Kabel müssen dann einmal hier durch. Die Grafikkarte ist schon durch, glaube ich. Nein, hier, oder? Nein, es geht ja hier. Ach, du außen, ne? Ja, genau. Oh, okay. Da, kurze Überlegung. Also das hier muss durch. Das kommt gleich so rein und hier können die Kabel dann durchgezogen werden. Genau. Genau, also das sitzt dann so hier drin. Ja, das da kann man die ganzen Kabel da so durchfriemeln. Ist das der SATA-Strang? SATA-Strang ist hier, den habe ich hier. Wir hatten schon bessere Ideen, als live einen PC zu bauen, ne? Wie live? Das mal was Neues. Was? Live? Oh. Ja, wir sind live auf... Das haben wir dir gar nicht gesagt. Oh mein Gott. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Genau, es ist für immer im Internet. Es geht einfach nicht mehr raus. Tja. Es ist immer da. Hast du noch ein SATA-Kabel für die SSD? Ja, haben wir im Mainboard-Karton. Ach so. Ach du, ja. Nee, hier. Das willst du, ne? Ja, ja, genau. Hast du ja schon rausgeholt. Gerade oder geknickt? Gerade oder gewinkelt? Gerade oder geknickt? Ich trage ihn immer nach rechts. Den Gewebeschlauch. Ja, gewinkelt gerade? Gerade, glaube ich, oder denn? Da habe ich aber gerade den gewinkelten rausgeholt. Wo haben wir, SATA, SATA, ganz viel SATA. Ja. Oder willst du hier? Das hast du aber schon ganz gut sortiert. Für die kurze Zeit. Naja. Gut, dass man Der Stefan, beim letzten Mal dabei war, als wir Mafuyos PC gebaut haben, da ist er noch um einiges fitter als ich. Und ich konnte mich halt aufs Grillen konzentrieren. Der hat auch richtig flinke Finger, ne? Ein bisschen Abstand gewinnen und. Ja. Wo ist der Yannick? Wo ist der Yannick? Der ist beim Fla. Deswegen warst du auch so lange weg. Ja. Ach, wer sich fragt immer, worüber der Yannick redet, also wir haben ein PC-Video auf meinem Kanal gemacht, das heißt. Zieh ruhig noch ein bisschen. Mein neuer PC ist irgendwie mein Gaming-Monster oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt genau. Und das ist sehr cool gewesen, weil wir dabei noch gegrillt haben und alles. War sehr, sehr geil. Es hat nur, wie gesagt, wie aus Kübeln gegossen. War perfektes Grillwetter, was wir da hatten. Jetzt noch ein Kabelbinder? So das hat ja. Ja, ich wir hatten ja Gott sei Dank ein Pavillon. Ja. Der Yannick hat noch ein Pavillon besorgt, extra dafür. Aber es ist schön, dass wir hier keine Glasplatte haben. Richtig. Seite, ne? Wir haben das gleiche Gehäuse noch einen Tick größer, das 570X. Also das ist jetzt das 460X und das 570X hat auf beiden Seiten Glas und im Top. Und das hat halt keinen Fehler beim Bilden. Jetzt weiß ich, warum ihr das nicht mitgebracht habt. Na, man munkelt. Jetzt kommt eigentlich die schlimmste Arbeit, oder? Ja, das ist mit die friemeligste Arbeit, die ganzen Gehäuseanschlüsse, die auch aufs Mainboard gesetzt werden müssen.
Müssen oder sollten? Sollten, ja. Nicht müssen ja nicht alle, aber setzt er sich zu Hause müssen theoretisch nicht. Willst du alles angeschlossen haben? Also Audio? Ja, aber natürlich. Ich habe eben schon mal die Bedienungsanleitung rausgeholt und aufgemacht, die der Patrick jetzt wieder zugeschlagen hat. Da sieht man nämlich, wenn die Regie da drauf zoomen will. Kann man das sehen? So ein, ich weiß es nicht. Bestimmt. Gibt's da irgendwie hier so eine Aufnahme? Oh ja, super. Genau, perfekt. Man sieht hier, da gibt es ganz viele verschiedene Anschlüsse. Das sind unter anderem die Stromanschlüsse für die LEDs, dass die Festplatte in Betrieb ist. Alles Mögliche. Power Switch, Reset Switch und so weiter und so fort, die hier vorne am Gehäuse sitzen. Die müssen alle angeschlossen sein, damit das Gerät dann letzten Endes auch in Betrieb kommt. Mhm. Und deswegen gibt es dann auch in jeder Bedienungsanleitung eine kleine Anleitung, wie man diese kleinen Pins anschließen Ansonsten muss. Steht auf dem Mainboard, ist ja hier auch nochmal eine kleine Beschreibung quasi, welcher Pin jetzt wo drauf gesteckt werden muss. Und dann muss genau. Das heißt, Open, wenn man gerade das Mainboard zum Beispiel nicht hat, dann kann man sich das... Wenn man gerade die Anleitung nicht hat, dann kann man sich das halt auch auf dem Mainboard angucken. Ist allerdings sehr, sehr klein geschrieben. Ne? Genau. So mache ich das halt immer. Bei euch, bei dem MSI-Board, wo ist denn das Anschlussterminal für das I.O.-Panel? Ist das unten bei euch oder an der Seite? Ist bei uns hier unten. Okay, also tun wir es auch durch die Kabeldurchführung in der Blende sozusagen durchführen. Okay, dann gebe ich dir jetzt schon mal die Kabel durch. Mhm. Warte mal. Soll ich das wieder zuschlagen? Ich würde beiseite gehen, bevor du mir hier... Ich würde kurz... Alles gut. Ja, cool. Nee, das ist schon sehr sinnvoll, wenn man sich das hier im Handbuch mal was genauer angucken kann. Weil ich glaube, ohne Brille erkennt man das fast gar nicht mehr auf dem Mainboard unten. Ist schwierig auf jeden Fall. So eine Taschenlampe. Gerade wenn man ein bisschen wenig Licht dabei hat oder so. Dann wird es echt mal schwierig, was zu erkennen. Aber ich finde es auch toll, dass man die Festplatten mittlerweile bei den meisten Gehäusen einfach auf die Rückseite montieren kann. Also du kannst ja hier 3 SSDs, ne? Und wie viele HDDs? 3 SSDs und ich hatte hier noch den Festplattenkäfig mitgebracht. Ach, der kann optional hier unten noch eingebaut werden. Mhm. Da kannst du halt wahlweise 2 3,5 Zöller einbauen, werkzeuglos, oder 2 2,5 Zöller mit herkömmlichen Schrauben. Genau. Hast du die Schraube für die Blende irgendwo? Die habe ich hier. Und dann kannst du noch eine M.2, ne? Vorne. Die M.2 wird ja auf dem Mainboard sozusagen. Ja, ich meine nur insgesamt an Festplatten. Also eine M.2 kannst du dann auch noch und 3 SSDs, beziehungsweise dann im Festplattenkäfig dann noch. Du kannst theoretisch auch 2 M.2 anschließen. Geht das? Ja. Das hier ist der erste Slot mit dem Shield und hier unten ist noch ein zweiter. Ah, okay. Genau. Wie groß sind die mittlerweile? Was sind so die größten M.2s? 2 Terabyte. Ach doch, so groß schon. Ja. Da passt ja gerade mal Windows drauf, ne? Knapp. Ganz knapp, ja. So, Blende sitzt. Wunderbar. Auf 2 Terabyte passt gerade mal Windows drauf. Das war ein Witz. Selbst Dennis hat es nach ziemlicher Verzögerung gemerkt. Ja, ich war so ein Ladebalken beim Kopf. Wenn du kein Netz hast, weißt du, mit deinem Smartphone ist immer diese Schnecke da. Hast du Lust für dich. Oh, vielen Dank. So, 1, 2, 3. Aber sind die, die beim Gehäuse dabei waren? Die sind bei der Wasserkühlung dabei. Das Tolle ist, diese Gehäuse kannst du nehmen. Du hast ja die, genau. Wenn immer Spring Break ist, kannst du die hier dran machen. Wow. Dann hast du Corsair-Bikini. Ne? Das sieht aber gut aus, oder? Bedeckt auch den entscheidenden du Punkt. Du könntest hier. Das tragen. Bedeckt auch den entscheidenden wichtigen Punkt. Also, ich würde ja ein bisschen multifunktionsfähig, Leute. Power LED. So. Man muss jetzt diese winzig kleinen Anschlüsse einigermaßen so sortieren, dass man die problemlos auf diesen kleinen Header da unten setzen kann. Das ist wirklich ein bisschen Friemelei. Man sollte vorher gucken, dass man sich die Kabel hier ordentlich sortiert, weil sonst ist das alles Kraut und Rüben. Also, du bist unzufrieden mit unserer Arbeit. Nein. Ich sag nur, dass wir die Kabel am besten sortieren. Dabei habe ich mir so viel. Ihr seid wundervoll, Jungs. Ihr wart ein großartiges Publikum. Er klatscht einfach aus Reflex. Kennst du das, wenn du mal auf der Party so eine anfängst? So. Ja. Wobei, das ist dann meistens immer der Dan. Ich gehe nicht auf Partys. Oh. Ich kenne sowas nicht. Betroffenes Schweigen. Das tut mir leid. Der Hardcore-Raver? Ich? Ja. Weniger. So. Guck mal, die Schrauben haben wir auch. Ich eher weniger. Kriegen wir das hin? Drück mal von hinten. Ja, ein bisschen mit Kraft gearbeitet hier, aber da kriegen die Jungs schon wunderbar hin. Hier aus der Kommentatorenkabine kann man das wunderbar beobachten. Ja, von vorne raus. Jetzt.
Schnell die Schrauben. Ja, schnell, schnell drauf. So gut kriegen wir es nicht wieder hin. Schnell, bevor es sich wehrt. Ja, du musst. Nee, wo ist es? Du bist jetzt zu weit. Guck mal hier, da ist es. Es wehrt sich, genau. Jetzt haben wir es. So, das war der Power-Switch. Jetzt haben wir nur noch vier kleine Kabel. Der Reset-Switch kommt unten neben. Ist da irgendwas geplant für den Mainboard-Hersteller, um das zu vereinfachen in Zukunft? Es gibt natürlich immer wieder Ideen, das ein bisschen simpler zu gestalten. Kommt bestimmt alles. PC, der sich selber zusammenbaut, ne? Ja, richtig. So ein Transformer, wenn du da irgendwas abschlägst, kommt da dann direkt wieder so. 6 ist Power Switch. So. Power Switch. Okay, Grafikkarte. Ja, das Leute. Schönste. Jetzt, der Dan macht jetzt gerade noch den kleinen Rest und dann bauen wir diese wunderschöne Grafikkarte in den PC von Patrick. Der mir oben hier den Anschluss, der wird dann reingesteckt ins Mainboard. So sieht er. Wird dann ins Mainboard gesteckt. Ja, und dann das Ganze hier oben mit den Pins hier verbunden. Und dann läuft der Rubischon. Und hier hinten haben wir die ganzen Anschlüsse, die können wir auch mal ganz gut zeigen. Da sind natürlich jetzt gerade die Dinger drauf, die kannst du einfach abziehen. Und dann kannst du hier die ganzen wunderschönen Sachen nutzen. Und dann hast du schon eine Grafikkarte angeschlossen. Ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Grafikkarte einbauen ist, glaube ich, eine der einfachsten Sachen, oder? Das ist so ziemlich das Einfachste, was man machen kann. Aber das Schönste mit, oder? Das ist mit das Schönste, weil man ganz genau weiß, das ist das, womit die Videospiele am allerschönsten aussehen. Und, ich treffe den Pin nicht. So, jetzt aber, jetzt habe ich ihn getroffen. Wundervoll. Wundervoll. Das sieht ja schon gut. Ja, das Tolle ist, wir verlosen eine Grafikkarte, der den gerade mal so spontan entschieden. Irgendwann heute hau ich dich noch. Aber nur auf Dan seinen Twitch-Kanal. Ich hau dich sowas von dermaßen. Hier liegt doch sogar noch einer. Mein lieber Freund, Vorsicht. Was? Oh, wir haben da noch eine, meine Damen und Herren. Ding, 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 ding. Hier sind überall Grafikkarten und hier sind überall Hardware. Das ist ein Traum. Das ist Hardware galore. Ich könnte auch den ganzen Tag hier so sitzen. So mal, warte, ich habe meine Beschäftigung heute gefunden. Die Kühler schon mal in Fahrt bringen, weißt du? Super. Ja, aber das Ding ist halt, die Kühler, die hier, die kommen ja nur zum Einsatz, wenn die Grafikkarte, die arbeiten ja nicht die ganze Zeit, die Kühler, sondern ab einer bestimmten Temperatur. Ja, und das Betrieb laufen die ja halt gar nicht. Ne? Ganz ja. Genau. Die Twin Frozer Kühler, die wir auf unseren Grafikkarten verbaut haben, das ist eine patentierte Technik, die springen quasi erst ab 60 Grad Betriebstemperatur ein, kühlen die Grafikkarte runter und schalten dann wieder in den Idle-Modus. Das sind immer ganz viele Leute, die sagen, oh, meine Grafikkarte, die ist kaputt. Da dreht sich nichts. Tatsächlich kommt das sehr oft vor, dass die Grafikkarten auch zurückgegeben werden, weil die Leute denken, ihre Grafikkarte sei kaputt. Google ist dein Freund. Google ist dein Freund, das auf jeden Fall. Es vergessen teilweise auch manchmal Leute, auf der Grafikkarte den Aufkleber abzumachen. Da ist ein Aufkleber drauf, auf dem quasi diese Technik nochmal beschrieben ist. Ja, wo dann wirklich draufsteht, hey, diese Karte funktioniert hier wirklich nur, wenn sie warm ist. Hier. Und dementsprechend, also die Lüfter laufen nur, wenn sie warm sind, wenn sie warm ist. Und es gibt Leute, die vergessen, diesen Aufkleber abzuziehen und wundern sich, warum ihre Grafikkarte überhitzt. Ach, deswegen ist mein PC letzte Woche explodiert. Erzähl doch keinen Mumpitz. Nein, natürlich nicht. Mein PC, der läuft. Also der wäre nur explodiert, wenn da keine Corsair oder MSI-Produkte drin sind. Der Mann hat Ahnung. Ja, ich bitte dich, mit Corsair oder MSI wird sowas niemals passieren. Mit Corsair und MSI. Ja, sag ja. Mit dem, wie heißt dein Prozessor, Patrick? Ja, das ist von AMD, der Ryzen 7 1700. Gibt auch noch einen übrigens mit X. Der ist noch ein bisschen schneller, ne? Ein bisschen teurer. Du meinst jetzt den Ryzen 7 1700X? Ja. Okay. Das ist Audio ist tot. Warum nennen die denn nicht einfach Ryzen? Ryzen 1. Ja, Ryzen 1, 2, 2 3, 4, warum muss der 1748-222 heißen? Das klingt brachialer. Ja. Aber das war ja früher auch bei den Grafikkarten so, ne? Die wurden ja immer weitergeführt, ne? Die Namen und irgendwann. Also 86, 87. Ja. Irgendwann hatte man keine Idee, dann hat man wieder von vorne angefangen oder sonst was. Das dann kam ja auch Titan X und alles, ne? So, da biegt Audio. Ja keiner mehr durch. Der USB-Header, der kommt noch. Ich nenne einfach meine Grafikkarte. Unten dran. GTX Dennis. GTX Dennis. Sinnet.
GTX Dennis X. Das ist doch verkackt. Ich meine, Xbox One X ist ja auch so ein Name, ne? Wir haben nichts verkackt. Ja. Okay, alle Anschlüsse sind da. Ich prüfe gerade mal. Ja. Sehr gut, Dennis. Alles ist Dennis da. Proofed. Genau. Stempel drauf. Wie lange dauert es eigentlich, so eine Grafikkarte in der Produktion herzustellen? Wisst ihr das? Boah, nee. Macht ihr das selber nicht? Nee, das richtig, richtig. Unsere Grafikkarten werden ja in Taiwan produziert, in unseren Werken. Aber das geht relativ flink. Was wirklich lang dauert, ist die Entwicklung. Mhm. Ja, also ich meine, die Grafikkartentechnik ist wirklich super, super weit fortgeschritten. Und wir sind halt immer darauf aus, die Grafikkarten noch ein bisschen besser zu machen. Die Chips werden ja von Nvidia geliefert, in dem Fall. AMD liefert die Chips für Radeon-Grafikkarten. Und wir bauen quasi das drumherum, ja, die Anbindung mit dem Videospeicher, das sogenannte PCB, auf denen die ganzen Schaltprozesse ablaufen. Wir bauen die Kühlung, wir optimieren die Kühlung und wir versuchen natürlich auch entsprechend aus den Grafikchips das Maximum rauszuholen, indem wir sie übertakten. Ja, verstehe. Meint ihr, dass irgendwann so eine leistungsstarke Grafikkarte auch kleiner werden könnte? Weil die ist ja schon relativ groß. Wenn man mal hingeht, eine Xbox One oder sagen wir mal eine Xbox Scorpio, die kann jetzt 4K und alles, die ist dann nie mehr, also die Grafikkarte der Xbox One Scorpio ist da deutlich kleiner, oder? Die ist, denke ich mal, aller Wahrscheinlichkeit kleiner. Ich habe noch nicht in eine Scorpio reingeschaut. Hm. Aber die verfolgen dann natürlich auch ein anderes Konzept. Das stimmt, ja. Wir haben zum Beispiel auch Komplettsysteme bei uns im Angebot, wie den Vortex. Der hat zum Beispiel auch ein ganz anderes Kühlprinzip. Der wirbelt nämlich die heiße Luft in so einer Art Luftstrom, Luftwirbel oben aus dem Gehäuse raus. Okay. Der verwendet auch 1080 Chips, hat allerdings die Laptop-Bauweise. Okay, ich verstehe. Ja. Dadurch baut man eben kompakter. Das Ding ist trotzdem richtig krass leistungsstark. Und ja. Okay, verstehe. Viel Platz geht halt auch immer dann für die Lüfter drauf, ne? Richtig. Ja, wobei der untere Bereich hier von der Grafikkarte, das hier, ist ja nur die Grafikkarte, oder nicht? Das ist die Platine. Genau. Ja. Das ist die Platine, genau. So, und aber das, da drüber alles, das hier, ist ja eigentlich genau, nur um von hier dann bis hier ist ja dann nur der Lüfter, ne? Richtig, das hier ist, das ja, ist die Kühlung. Ja. Ja, krass. Das ist schon Schinken, ne? Kannst du auch zum Telefonieren benutzen übrigens. Ja, man würde so ein Telefon gehen. Aber man will ja auch was in der Hand haben bei so einer Grafikkarte, oder? Ich stecke also, meinem in die Tasche. Ich glaube, die wäre jetzt so klein, ne? Da würde ich ja fern. Guck mal, das ist meine neue Grafikkarte. Diese Fidschi war da auch ziemlich klein, gell? Genau. Es gibt natürlich auch kleine Grafikkarten in einer Kompaktbauweise. Wenn man jetzt, wie gesagt, wie vorhin angesprochen. Da gibt es ja auch Hochleistungsgrafikkarten. Ja, das sind ja dann Chips, die entsprechend in ein anderes Kühlsystem eingearbeitet werden. Genau. Aber wir haben ja zum Beispiel auch diese Mini-Grafikkarten. Ich frage mich halt, wenn du eine Grafikkarte Fidschi nennst. Fidschi, ne? Das ist nur der interne Codename. Also in echt heißt die Radeon RX Fury, oder? Ja, genau. Bei Fidschi sitzen die dann da, die Marketingchefs oder die Bosse von. Die Bosse. Die Bosse von AMD sitzen da. Lass mal ein Fidschi machen, oder? Ich habe ja dieses Urlaub vorher noch irgendwie. Das kann gut sein, ja. Die haben halt ihre Grafikchips von letzter Zeit immer nach Inselgruppen benannt. Es gab einen Fidschi, dann Cayman, was gab es noch alles? Wo bist du besser bewandert? Cayman Islands, da waren wahrscheinlich auch viele Unternehmen. Die Lüfter hier nach Tahiti gab es auch. Oh. Ja. Die Lüfter nach hier Großglöckner, nach Bergen und so. Ja, nennen die denn nicht? Könntet ihr bei Corsair ja auch bringen. Die Maus Wanne Eickel, Castro Brauxel oder so. Also wenn wir eine Stelle frei haben, Marketing die Sagst Bescheid. Castor Brauxel, die neue Maus. Ja, wenn du die umschüttest, fast, fällt einfach so Heu raus. Haben wir es ja fast so weit. Ja, wir haben es fast so schön. Die Grafikkarte. Bauen wir das wunderschön. Achso. Wir haben ja noch eine. Guck mal, Leute, wir haben die nur eine. Eine wollte er ja verlosen, oder? Ey, aus. So, der präsentiert jetzt mal die Grafikkarte von MSI aus eurem Hause. Mach mal so ein. Was darf ich denn? Grafikkarten-Porn-Ding. Dann beweg dich mal so dabei und sag, das ist unser Produkt. Nee, dafür bin ich jetzt eher weniger zu haben. Aber du kennst die ja schon. Du hast sie ja auch in deinem Heidelmonster im Einsatz gehabt, bevor wir auf die 1080 Ti aufgerüstet haben. Die GTX 1080 Gaming X 8G ist eins der leistungsstärksten Geräte im Moment auf dem Markt. Die Ti setzt natürlich noch mal ein Häubchen oben drauf. 8 GB Videospeicher, 2-Slot-Format, hat auch ein sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Backplate. Also die kann man sich echt angucken, da braucht man sich nicht schämen dafür, wenn man die eingebaut hat. Und die kommt jetzt da rein und befeuert die ganze Kiste und wird
Du hast die RGB-Beleuchtung vergessen, das musst du nochmal erwähnen. Die RGB-Beleuchtung, die zeigst du natürlich nochmal in deinem nächsten PC-Porn-Video, mein Lieber. Genau, ist RGB ansteuerbar, also das Logo hier auf der Seite. Die Akzente hier, die leuchten rot. Und mit dem Gaming Pro Carbon Motherboard RGB-Feuerwerk, gerade mit den Corsair-Komponenten noch mit dabei. Ne? Ja, wollen wir mal reinpacken, das Schätzchen, ne? Das krachen wir machen. So, bauen wir mal die Grafikkarte in den Rechner ein. Haltet da mal Schepp. Haltet mal das Gehäuse ein wenig. Muss man denn da irgendwas bei beachten? Irgendwas bei beachten. Im Grunde, muss natürlich, dass der schon mal, ne, zurückgezogen ist hier. Genau. Ja, das ist wichtig. Ansonsten, also kann man ganz kurz mal zeigen. Der würde aufspringen. Ja. Dieser Pin würde aufspringen, wenn man die Grafikkarte reinsetzt. Hier gibt es an der Grafikkarte ja so einen kleinen Halteclip. Der ist abgeschrägt. Der würde diesen Haken, diesen Nüppel aufdrücken. Und ihr habt ja eben auch schon mal die Blenden hier quasi. Genau, richtig. Man kann die Grafikkarte anhalten und gucken, wo die positioniert ist, damit man die Blenden des Gehäuses vorher rausbauen kann, rausschrauben kann. Und dann braucht man nur noch die Grafikkarte kurz einsetzen. Oh, das klang aber ein bisschen. Das Board ist jungfräulich. Ja. Das klingt dann so, immer ein bisschen. Die Schrauben. Guck mal hier. So. Wunderbar. Mir fallen immer Witze ein, die kann ich immer kannst du Schrauben ein. Auch. Mach mir die Finger weg. Schraubentherapie. Finger weg. Ach. Finger hin einmal bitte. Das ist ja verrückt. Das ist genial, oder? Das ist ja verrückt. Jetzt muss ich nur noch. Da hat sich aber jemand Gedanken gemacht. Das ist ja cool. Hier kann man den Schraubenzieher. Danke, danke. Das sieht jetzt sehr falsch aus. Aber der Schraubenzieher kann man durchs Loch stecken, um hinten die Schraube zu erreichen. Gut, das stimmt, Dennis. Super. Das macht den ganzen Zusammenbau noch deutlich komfortabler. Ja. Und interessanter. Allein dafür würde ich mir, glaube ich, dieses Gehäuse kaufen. Von Corsair. Und die Grafikkarte von MSI. Kriegen wir Geld dafür, wenn wir das irgendwie 10-mal hintereinander sagen? Ja, vielleicht. Wenn ihr 3-mal hintereinander MSI sagt, dann erscheine ich in eurem Spiegel. Oh. Ja, das will man morgens ja. Richtig. So. Das ist aber eine coole Idee. Jo, funktioniert wunderbar. Ich nehme das. Ich habe geschaut. Das sind halt so die kleinen Details, die dann so einen Unterschied ausmachen. Gerade wo ich loben wollte, hat er denn im Moment komplett zerstört. Ich hab gewusst, dass das jetzt kommt. Ich habe halt wirklich dicke Finger. Eigentlich sollte das jemand wie Patrick machen mit seinen kleinen süßen Händen. Aber der Patrick ist wie Donald Trump, weißt du? Da richtig kleine, süße, flinke Finger, ne? Ja komm, deine Hand ist nicht viel größer. Ja, glaube ich schon. Ich guck mal Dan's Hände an, ey. Ja. So richtige Tellerhände. Schaufelbagger. Was? Wenn der Dan ein Auto fährt, ist das immer so, der betätigt direkt immer gleichzeitig die Hupe, weil das Lenkrad ist halt so. Richtig. Wir sind den ganzen Weg von Frankfurt aus hierhin hupend gefahren. Ist das echt so? Ich bin vorhin hier hingekommen und dann war ich so. Yannick saß neben mir und war richtig genervt. Ja, extrem. Aber ihr hattet die linke Spur auf Autobahn komplett vor euch, glaube ich. Richtig. Schön. Richtig. Schön. Das war herrlich. So, der letzte Schritt für heute. Dann haben wir fast Feierabend. Oder ihr habt Feierabend. Hier nicht. Wir verbinden jetzt noch die Grafikkarte. Wir packen die Grafikkarte an. Anne. Ich packe die Stromkarte. Anne Strom. Schöner PC geworden. Wir packen die Stromkarte. Das hätte ich aber nicht besser machen können. Warte mal, bis er leuchtet. Stecken das andere. Das könnt ihr dann beim Pacer, beim Patrick auf dem Kanal sehen, wenn das Ding leuchtet wie ein Feuerwerk. Wobei, das stört mich hier ein bisschen. Hätte man hier noch eine Aussparung hinten, ne? Da könnte man die Kabel. Jetzt kritisiert man auch das grafische Gehäuse. Es gibt theoretisch da hinten eine kleine Mini-Aussparung. Das ist unten. Aber das optimieren wir dann später nochmal. Genau, der Patrick macht das schon. Nein, das hast du schon sehr gut gemacht. Der Patrick macht das. Nächste Patrick. Der Patrick legt dann auch das Stromkabel nochmal richtig hin. Ich habe ja auch ein bisschen mehr Zeit dann. Richtig. Also das ist schon, muss ich auch mal sagen, in der kurzen Zeit jetzt einen PC zusammenzubauen. Das sind nur 3 Tage, 4 Tage gewesen. In der kurzen Zeit, genau. Schön. Komm. Habe ich das jetzt andersrum, falsch rum? Oder? Ich habe das jetzt falsch rum. Ha! Passiert. Richtig. Wobei das Schönste ist eigentlich jetzt gleich dann noch die Scheibe drauf. Oh, das ist... Kann man ja in deinem Video, glaube ich, auch sehen, was wir mit der Scheibe so getan haben. Ne? Also könnt ihr auch auf dem Kanal gucken, der Patrick, sein Gesicht ist in die Scheibe eingraviert, fast schon, wollte ich schon sagen. Ja, mein Nasenabdruck. Ja. Okidoki. Dann mache ich erst die Front dran. Und dann soll ich mal drehen? Ja, genau. Hat er von vorne. Kannst du mal drehen? Bisschen Dreher? Das ist auch für die... Das ist der Staubfilter, der magnetische. Der Staubfilter, das ist... Weil der hat schon mehreren Rechnern das Leben gerettet. Also hättest du keinen Staubfilter an deinem Rechner gehabt, dann hätten wir heute die Grafikkarte nicht einbauen können. Warum?
Wäre bestimmt schon durchgebrannt. So, wenn ich jetzt wüsste, wie rum. Ja, ist von der MSI-Karte, aber trotzdem bei so einem hohen Staubaufkommen. Was soll das denn heißen? Haben Sie es nicht zu spaßen? Was soll das denn heißen, hohe Staubaufkommen? Passt das? Passt das andersrum. Nicht. Das war klar. Das war. Gibt natürlich. Warum kann man das denn nicht auf. Na gut. Der kritisiert hier das Tatis-Gehäuse. Ne? Welche? Ich verbessere. Der kritisiert nichts, der Typ. So. Sondern? Das sieht echt gut aus von vorne. Mit dem Glas ist es. Ja, schon pornorös. Dieses wunderschöne. Leider können wir es jetzt euch nicht im Betrieb zeigen. Das müssen wir dann bei Patrick auf dem. Oder der Patrick probiert das zu Hause aus und baut das noch in das Video mit ein. Das kann ich machen, ja. Theoretisch können wir es einmal anwerfen. Das sah keine Steckdose aus. Ich weiß nicht, ob wir hier in diesem Studio eine Steckdose haben. Ich glaube nicht. Alles ist, glaube ich, mit Solar betrieben hier. Und mit Akku. Deswegen haben wir noch genau 3 Minuten Zeit, dann geht das ganze Studio einfach aus, weil die Batterie ist leer. Dann müssen wir 4 Wochen warten, dann ist es wieder voll. Willst du das nochmal drehen für mich? Will ich das? Ja, das frage ich dich. Der macht. So, haben wir denn noch Schrauben? Ich habe ein bisschen Angst bei diesen Scheiben. Ich mache da mal alles kaputt. Du machst da immer alles kaputt. Da kann man nichts kaputt machen. Der hat auch zu Hause keine Scheiben mehr. Da reden immer manchmal bei ihm ein. Das ist echt keine Steckdose. Wir haben bestimmt hier was. Nee, haben wir leider nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Kann der Patrick noch schön ich zu Hause das rein, haben. Ja, du kannst auf den Altar stellen. Wir machen das schön bei mir in der Wohnung dunkel. Da hast du ein Stück. Wir könnten natürlich ganz kurz, aber ja. Ja, es würde mich jetzt auch mal interessieren. Okay, ganz kurze Geschichte nur, bevor wir das jetzt machen. Also erstmal danke, dass ihr alle zugesehen habt, auch wenn ihr überhaupt nichts mehr seht. Ja? Der Talking Games Fernseher fährt auch einmal durch die Gegend. So, ganz kurz nur eine kleine Sache. Danke an die Jungs von MSI und Corsair, die uns hier die Möglichkeit gegeben haben, einen Rechner zusammenzubauen. Ihr findet alle Teile davon unter diesem Video verlinkt. Jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz, wie der PC aussieht. Aber das letzte Mal, als ich einen MSI und Corsair Rechner mit dem Strom verbunden hat, ist der komplette Strom ausgefallen. Das ist wirklich passiert. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, machen wir einen Blick drauf und gucken uns das mal an, wie das aussieht hier mit diesem wunderschönen Rechner. Ihr seht dann noch ganz viele andere Sachen davon bei Patrick auf dem Channel. Könnt ihr ganz kurz dann einen Blick drauf werfen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn das Licht ausgeht, 10 mal Runa von 3 Runa. Ja, und dann machen wir die Mühle an. So, hat der PC deinen Namen, Patrick? Das ist eine gute Frage. So. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Ideen habt. Pay ist Machine. Das Netzteil an? Ja. So, noch nicht anmachen. Okay. Du machst das. Licht aus. Dunkler machen. Ja. So ist perfekt, reicht schon. Und go. Ah! Drück. Boah. Er lebt. Er lebt, es lebt. Schön, sehr schön. Oh, guck mal, das ist jetzt hier. Wunderschön an. Also man hat jetzt hier, man sieht jetzt hier die ganzen LED von den Kühlern, ja, das ist mega geil. Die Grafikkarte leuchtet, der Arbeitsspeicher pulsiert und wechselt sich gerade ab. Ich hätte jetzt meinen Rechner auch hier, man hätte das natürlich vergleichen können, aber ganz kurz, da kann man auch mal sehen, wie das mit dem Komplettbeleuchtung aussieht, weil hier muss der Patrick noch die ganzen Settings alle einstellen wahrscheinlich, kann da auf jeden Fall auch noch passieren. Ich glaube, genau, den Arbeitsspeicher kannst du pulsierend machen. Ja, die Lüfter müssen wir oben auch noch richtig einstellen. Genau, und es sieht auf jeden Fall mit Schwarz-Rot und dieses Weiß, das sieht sehr elegant aus. Das stimmt, ja, mit dem Glas, mit dem Glas, sehr schön. Also eine wirklich schöne Maschine, wie ich finde. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, macht ihr die gut. Tschüss. Ciao.